Jesiden brauchen Hilfe, brauchen Unterstützung. Genozid an den Jesiden werden wir niemals vergessen. Solange wir leben, werden wir uns immer daran erinnern, was an mein Volk passiert ist, was an meine Familie passiert ist. Ich habe alles getan, damit ich hier bleibe, damit ich ein Zuhause hier finde. Aber die wollen mich abschieben. Ich habe eine Abschiebung seit ein paar Wochen bekommen. Und ich habe Angst, dass sie mich abschieben. Alles jesidische Frau droht mich, dass ich wieder in Gefangenschaft hier. Als ich da bleibe, unsere Frauen sind immer in Gefangenschaft. Die wurden versklavt 2014. Und die haben alles was Schlimmes damit mit denen gemacht. Und ich will nicht auch ein Opfer sein. 300.000 leben Jesidi immer noch im Flüchtlingslager im Nordirak und die können nicht zurückkehren, weil die Orte immer noch kaputt sind, weil Hilfe immer noch fehlt, weil kein Strom ist, keine Sicherheit ist. Die Menschen dort bekommen keine ärztliche Hilfe, die Kinder und Jugendlichen dort haben keine Schule und auch keine Zukunft vor sich, wenn sie weiterhin in Irak bleiben. Diese Menschen müssen gehört und gesehen werden und geholfen werden. Ich finde es schade, dass es, obwohl Genozid an den Jesiden im Deutschen Bundestag offiziell anerkannt wird, immer noch leider tausende Menschen immer noch keinen Aufenthalt bekommen haben, immer noch Duldung haben. Wir als Jesiden sind nicht sicher im Irak.